So, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Nachholtermin von unserem Livestream bzw. unserer Zentralübung im Kurs Einführung in die objektorientierte Programmierung. Wie immer ein herzliches Willkommen an alle, die im Chat dabei sind oder die sich das dann später im Video anschauen. Die dabei sind, können gerne auch kurz was in den Chat reinschreiben, kurz Hallo sagen, dann weiß ich, dass ich hier nicht komplett alleine bin. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir heute in einer etwas kleineren Runde sind, weil vielleicht nicht jeder zu dieser neuen Zeit Zeit hat. Wenn Sie mitmachen möchten, und wir werden uns heute nochmal, oder wir werden uns heute das erste Mal mit Arrays beschäftigen und schauen, wie wir diese Datenstrukturen in unseren Anwendungen benutzen können, um mehr als die Objekte, die wir bis jetzt so verwendet haben, einzusetzen und komplexere Animationen oder kleinere Anwendungen zu bauen. Wenn Sie mitmachen möchten bei diesen neuen Übungen, dann laden Sie sich am besten das Starterpaket runter. Ich poste auch nochmal die Links in den Chat rein. Einmal das, was jetzt für Sie vielleicht am wichtigsten ist, das Starterpaket, was Sie sich runterladen können. Natürlich können Sie sich im Nachhinein dann auch nochmal einen Lösungsvorschlag anschauen. Bevor wir loslegen, würde ich gerne ganz kurz Sie nochmal auf die Vorlesungsbeispiele hinweisen, die ich eigentlich schon am Dienstag Ihnen bereitgestellt habe, aber ich würde gerne kurz zu jedem Beispiel nochmal was sagen, damit Sie wissen, was Sie sich da anschauen können und wie Ihnen das hoffentlich irgendwie helfen sollte, die aktuellen Themen zu bearbeiten. Ich wechsle gleich mal direkt auf meinen Bildschirm und Sie sehen hier das erste Beispiel. Das ist auch das, was wir in der Vorlesung uns ein bisschen angeschaut haben, ein bisschen genauer. Das ist diese Animation mit diesen Kreisen, die sich von dem linken Bildschirmrand zum rechten bewegen und dann wieder zurückgesetzt werden. Und das Ganze in so einer kontinuierlichen Animation. Warum sage ich Ihnen das oder was steckt hinter diesem Beispiel? Sie können sich da zwei Sachen anschauen mit diesem Beispiel, nämlich einmal, wie Sie mit Arrays umgehen. Sehen hier links im Code. Die Links funktionieren nicht. Oh, ich sehe gerade warum. Da ist hinten beim Kopieren die Klammer noch dabei gewesen. Ich versuche das mal ganz schnell zu lösen für Sie. Schauen Sie mal, ob es jetzt geht. Perfekt. Okay, also erstes Beispiel aus der Vorlesung, diese kleine Animation mit den Kreisen. Die schauen Sie sich am besten nochmal an, auch mit den entsprechenden Kommentaren, weil Sie da ganz deutlich sehen, wie man mit diesem Array umgeht, in dem diese ganzen Kreise gespeichert sind. Wir wollen nicht mehr für jedes dieser Objekte eine eigene Variable haben, sondern wir speichern alle diese 36 Kreise, sind das, in einem Array. Wir initialisieren dieses Array am Anfang und später, wir müssen das uns jetzt nicht im Detail anschauen, aber irgendwo gibt es eine Methode, genau, da wird dann über dieses Array iteriert mit so einer For-Each-Schleife und die werden alle gezeichnet. Also ganz einfacher Umgang, befüllen und dann dieses ständige Auslesen der Array-Werte in dem Draw-Loop können Sie sich in diesem Beispiel anschauen. Was Sie in dem Beispiel auch sich nochmal anschauen können, ist so ein ganz, ganz einfacher Weg, so Pseudo-Zufallszahlen zu generieren. Sie erinnern sich, manchmal wollen wir manche Dinge nicht fest mit einem bestimmten Wert belegen, sondern zum Beispiel die Geschwindigkeit, in der sich diese Kreise in jedem Frame nach rechts bewegen, in Pixeln, soll innerhalb von bestimmten Grenzen zufällig bestimmt werden. Und das machen wir unter anderem, es gibt später noch ein paar schönere Möglichkeiten, mit dieser Render-Methode von Java. Und das ist eine Möglichkeit, so einen pseudo-zufälligen Wert zwischen 0 und 1, 1 nicht mit dabei, festzulegen. Pseudo-zufällig, weil es nicht wirklich Zufall ist, also
Das können wir zumindest in Java mit den Möglichkeiten nicht simulieren. Das ist immer basierend auf irgendwelchen aus irgendwelchen Quellen zusammengewürfelten Zahlen, die aber nicht wirklich zufällig sind. Aber das kommt dem nahe, was wir für Zufall in unseren Anwendungen brauchen. Und die Methode schauen Sie sich nochmal an, damit Sie sehen, wie wir das gemacht haben. Also erstes Beispiel, was Sie sich da nochmal anschauen können, später diese Kreise, die sich bewegen. Dann haben wir, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen rumsuchen, wo das ist, ein zweites Beispiel. Einen Augenblick. Das mag gerade nicht starten. Ich zeige Ihnen gleich den Bildschirm. Dieses Beispiel mit dem Code Generator, der dieses Pixelmuster baut, das ist manchmal ein bisschen widerspenstig, aber jetzt kann ich es Ihnen zeigen. Da geht es darum, dass wir diese zufälligen Pixelmuster implementieren wollen oder erzeugen wollen. Und wie machen wir das? Wir teilen den Bildschirm in ganz viele kleine Zellen auf. Die sind, glaube ich, alle, wenn ich es richtig sehe, 10 mal 10 Pixel groß. Und wir wollen an eine zufällige Auswahl von Positionen so gelbe Rechtecke zeichnen. Also zur Einordnung, der Hintergrund ist grau, die ganzen Pixel, in Anführungsstrichen Pixel, das ist ja mehr als ein Pixel, das ist ein Rechteck, was 10 mal 10 Pixel groß ist, sollen gelb eingezeichnet werden. Und was Sie sich an dem Beispiel anschauen können, ist der Umgang mit mehrdimensionalen Arrays oder, haben wir am Dienstag die ganze Zeit in der Vorlesung runtergebetet, wie man eigentlich sagen müsste, Arrays of Arrays. Also Sie erinnern sich, in Java gibt es mehrdimensionale Arrays nicht so, wie Sie das in anderen Programmiersprachen vielleicht noch kennenlernen werden oder auch schon kennen, sondern das ist ein etwas anderes Konzept. Das ist aber eine dieser Punkte, wo, wenn man ganz genau darüber sprechen möchte, man die richtigen Begriffe verwenden kann und auch sollte. In der Praxis funktioniert das in Java sehr, sehr ähnlich zu anderen Programmiersprachen. Syntax ist ein bisschen anders, wenn Sie jetzt zum Beispiel so aus der C-Ecke oder so kommen, aber am Ende sind das Datenstrukturen, in denen wir so mehrere Layers oder Dimensionen von Informationen abbilden können. Wenn Sie sich das Beispiel nochmal anschauen, dann achten Sie vielleicht vor allem darauf, wie dieses zweidimensionale Array mit den Zufallswerten befüllt wird. Das ist die Grundlage für diese Zeichnung. Wir teilen den Bildschirm in, ich glaube, was sind das dann, 50 mal 50 kleine Rechtecke ein. Wir erstellen ein Boolean Array mit zwei Dimensionen oder ein Array, in dem ganz, ganz viele Boolean Arrays drin sind. Das ist die richtige Übersetzung eigentlich. Wir benutzen für die Dimension dieses Arrays diese Pixelmaske, die wir uns vorher überlegt haben, diese Einteilung der Zeichenfläche in 10 mal 10 Pixel große Flächen. Dann iterieren wir über das ganze Array und wir befüllen dieses Array mit einem zufälligen Wert, entweder true oder false. Und auch hier kommt wieder diese Random-Methode ins Spiel. Wir generieren irgendwie einen Wert, der liegt irgendwo zwischen 0 und 1. Und dann schauen wir uns immer diesen Wert an. In jeder Iteration ist der größer als 0,5 oder kleiner als 0,5. Das Ergebnis, true oder false, wird in dieses Array reingeschrieben. Es ist dann so ungefähr mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 true. Nicht ganz, weil ja dieses letzte Stück zur 1 fehlt. Das heißt, es gibt ein bisschen weniger Werte auf der anderen Seite von 0,5, aber das spielt für uns, glaube ich, in der Realität oder in der Praxis nicht so eine Rolle. Wir können damit halbwegs zuversichtlich true und false verteilen, ungefähr gleichmäßig in diesem Raster. Und wenn wir dann dieses Boolean Array haben, wo ganz häufig true oder false drin steht, dann iterieren wir an einer anderen Stelle über dieses befüllte Array und wir erstellen für jeden Wert, der true ist, ein so ein kleines gelbes Rechteck, sammeln das alles in einem eindimensionalen Array. Und dieses eindimensionale Array, das wird dann in jedem Draw-Loop gezeichnet. Da ein kleiner Hinweis noch. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich das in der Aufgabe auch gemacht habe. Genau. Dritte Sache, die Sie sich bei dem Beispiel anschauen können, ist das hier in der Initialize-Methode.
da habe ich die Framerate, also diesen Rhythmus, in dem der Draw Loop durchgeführt wird, auf 1 gesetzt. Das heißt, das, was wir normalerweise immer sagen, Draw-Methode, schauen wir uns die mal ganz kurz an, wird 60 Mal in der Sekunde aufgerufen, gilt jetzt hier nicht. Wir haben hier ganz bewusst diesen Rhythmus, in dem die Draw-Methode aufgerufen wird, auf einmal pro Sekunde heruntergesetzt. Warum? Hier passiert nichts. Das soll einfach nur statisch gezeichnet werden. Diese Rechtecke verändern sich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, habe es richtig im Kopf, vielleicht täusche ich mich auch, die kleinste Wiederholrate, mit der wir in dieser Graphics-App arbeiten können. Die ist nicht wirklich dafür gedacht, dass es so statische Bilder sind. Und deshalb, damit wir hier nicht unnötig häufig diese Rechteckmuster zeichnen müssen, sagen wir einfach, wir verlangsamen das auf die minimalste Geschwindigkeit, ein Frame pro Sekunde. Einmal in der Sekunde wird ungefähr die Draw-Methode aufgerufen und dann wird jede Sekunde einmal dieses Muster gezeichnet. Okay, das war das zweite Beispiel, was Sie sich anschauen können. Und das letzte Beispiel, was Sie sich noch anschauen können, bevor wir jetzt gleich mit dem Programmieren dann auch anfangen, ist das Beispiel mit den Bildern. Auch das zeige ich Ihnen kurz. Dieses App-Beispiel, was Sie sich runterladen und anschauen können, das zeichnet ein Bild in die Graphics-App. Und zwar hier in der kompletten Fläche der Zeichenfläche. Das ist hier so ein Bild von irgendeinem Vogel, der da rumschwimmt. Und alle 3 Sekunden, glaube ich, ändert sich die Darstellung von diesem Bild einmal farbig, einmal in Graustufen. Und was Sie sich daran anschauen können, ist auch einmal noch, wie Arrays funktionieren, weil für diesen Graustufeneffekt wir unter anderem auch Arrays benutzen müssen. Das andere, was Sie sich da anschauen können, ist, wie überhaupt erstmal diese Funktionalität von Bildern in der Graphics-App implementiert wird. Das werden wir jetzt in Zukunft wahrscheinlich häufiger benutzen, vielleicht auch, wenn Sie selber kleine Dinge ausprobieren möchten, jetzt außerhalb von den Übungsaufgaben, dann kommt das bestimmt irgendwann auf Ihre Liste der Dinge, die Sie gerne tun würden. Das können Sie sich hier nochmal anschauen. Ganz kurz, wie funktioniert das? Oder wie funktioniert diese App? Wir haben 2 Bilder, 2 Image-Objekte und die repräsentieren einmal das Bild im Original und einmal als Graustufe. Wenn Sie sich den Code anschauen, werden Sie sehen, wenn diese Bilder geladen werden, das ist diese Methode, die zweimal ausgeführt wird, wird dieses Bild aus einer Datei geladen und einmal so, wie es ist, in einer Variable gespeichert. Und wenn wir die Graustufe haben wollen, dann schauen wir uns jeden Pixel dieses Bildes an. Also iterieren hier über alle Pixel drüber. Habe ich Ihnen in der Vorlesung gezeigt, dass es da so eine Möglichkeit gibt, sich so ein Pixel-Array aus diesem Image-Objekt herauszulesen. Und dann kriegen Sie die Farbwerte von jedem Pixel. Und was dann hier gemacht wird in diesem Beispiel ist, dieser Farbwert des farbigen Bildes wird in eine Graustufe umberechnet. Wenn man es sich ganz leicht machen möchte, kann man im RGB-Raum eine Graustufe aus einem farbigen Pixel berechnen, indem man diese Farbwerte für die Kanäle Rot, Grün und Blau aufaddiert und durch 3 teilt. Also, wenn Sie eine Farbe im RGB-Farbraum haben, das ist so also ein Mischraum, eine additive Farbmischung. Sie sagen, meine Farbe ist 200 rot, 0 grün und irgendwie noch 50 blau und dann ergibt sich irgendwie so eine rot-blaue Farbmischung. Und wenn Sie diese Farbkanäle von einer Farbe nehmen, alle aufaddieren, das arithmetische Mittel quasi bilden, dann kriegen Sie so eine genäherte Graustufe. Ich weiß, dass ich immer frage, haben Sie das in IMI schon gemacht? Ich glaube, das haben Sie noch nicht in IMI gemacht, oder? Also Farbmischungen hatten Sie mir am Dienstag schon erzählt. Können Sie aber gerne nochmal bestätigen im Chat, dass Sie das noch nicht gemacht haben. Schreiben Sie mir mal einfach auch, also Sie können auch ständig irgendwie was in den Chat reinschreiben. Dann kann ich mir wenigstens sicher sein, dass Sie noch da sind, und ich nicht ganz allein hier rumrede. Warum frage ich Sie das? Warum Sie das in IMI schon gemacht haben? Weil Sie werden da lernen, dass wenn man eine richtige Graustufe bilden möchte,
dieses arithmetische Mittel zwar funktioniert. Also Sie sehen ja hier, das Bild wird grau und es schaut so ungefähr aus, wie man sich das vorstellt. Das ist aber nicht die beste Wahl, weil auch das werden Sie in Einführung in die Medieninformatik lernen. Wir Menschen in der Regel diese drei Farben, Rot, Grün, Blau, unterschiedlich stark wahrnehmen. Und wenn Sie eine richtig gute Graustufe bauen möchten, dann berücksichtigen Sie das beim Mitteln von diesen Farbwerten, indem Sie da nochmal für jeden Farbkanal einen bestimmten Faktor multiplizieren. Da gibt es auch irgendwelche Studien dazu, was man da am besten benutzt. Nur das als Hinweis, wenn Sie dann später im Semester das in einem anderen Kurs hören, nicht dann auf mich schimpfen, dass ich Ihnen irgendwie was falsch beigebracht habe mit diesen Graustufen. Das ist einfach so eine erste Näherung an dieses Thema. Also das können Sie sich anschauen, dieses Beispiel, wenn Sie nochmal nachschlagen wollen, wie man generell so ein Bild erstellt und dann irgendwo hinzeichnet. Und wenn Sie sich diese Methode Get Grayscale Pixels mal anschauen, da können Sie dann nochmal nachlesen, wie man aus dem Bild diese Pixel extrahiert. Das ist dann so ein zweidimensionales Array, in dem die ganzen Farbwerte drinstehen, wie Sie aus diesen Informationen eine Farbe bauen, mit der wir auch umgehen können, denn die stehen da als so also ein komprimierter Int-Wert drin, die drei Farbkanäle. Ist aber kompatibel mit diesem Farbwert, den wir immer benutzen. Das heißt, die kann man einfach wechselseitig erstellen. Und nochmal der Hinweis: Schauen Sie sich das in Ruhe an, wenn Sie da nochmal was nachschlagen möchten. Ich glaube, ich habe das ausgiebig kommentiert. Was Sie sich da auch anschauen können, und das ist so ein bisschen was, was wir heute auch vielleicht brauchen werden, auch wenn wir es auf eine andere Art und Weise lösen, ist so eine gewisse zeitliche Komponente in der Anwendung zu verwalten. Was ich hier machen möchte, ist, ich möchte nach einer gewissen Zeit dafür sorgen, dass anstelle von diesem Bild hier dieses Bild gezeichnet wird. Wie mache ich das? Ich habe mir in meinem Code eine Boolean-Variable angelegt, die ist entweder true oder false, und diese Variable entscheidet darüber, ob dieses Bild oder dieses Bild gezeichnet wird. Das sehen Sie, wenn Sie sich den Code anschauen, in dieser Methode hier. Also, wenn dieser Wert true ist, dann zeichne ich die Graustufe, also das Bild, was die Graustufe beinhaltet. Und wenn nicht, dann zeichne ich das Originalbild. Und den Wert in dieser Boolean-Variable, der das hier steuert, den schalte ich nach einer gewissen Zeit um. Und das mache ich in diesem Beispiel, indem ich einfach Frames zähle. Also da kümmere ich mich gar nicht wirklich um Zeit an sich, sondern jedes Mal, wenn die Draw-Methode aufgerufen wird, zähle ich eine weitere Variable hoch, die beginnt bei 0. Und jedes Mal, wenn ich die Draw-Methode aufrufe, das ist ja der Zeitpunkt, wo ich einen Frame zeichne, addiere ich da 1 drauf. Also jedes Mal, wenn Frame gezeichnet wird, wir können uns auch das Bild nochmal holen, da können wir es ein bisschen nachvollziehen. Zeichne, 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 zeichne. Dieser Wert geht immer höher. Und wenn ich einen bestimmten Wert erreicht habe, das ist dieses Delay, mit dem ich den Toggle, dieses Umschalten zwischen grau und farbig signalisiert habe, dann ändere ich den Wert von dieser Boolean-Variable. Dann, wenn da true drin steht, steht da jetzt false drin. Wenn false drin steht, steht da true drin. Passiert hier mit diesem Ausrufezeichen. Das ist ja immer so ein Negationsoperator. Also egal, was in dieser Boolean-Variable im Moment drin steht, wenn die Zeile ausgeführt wird, wenn dieser Ausdruck auf der rechten Seite ausgewertet wird, steht das Gegenteil drin. Das heißt, da können Sie immer so einen Boolean hin und her switchen. Und das mache ich auch. Wenn ich diese Anzahl der Frames erreicht habe, wechsle ich den Wert, setze den Zähler zurück, und wenn dann das nächste Mal diese Draw-Image-Methode aufgerufen wird, wird dann der andere Modus dieses Bildes bzw. das andere Bild wird dann gezeichnet. Zwei Bilder und ich wechsle immer nach einer gewissen Anzahl an Frames das Bild, was ich tatsächlich zeichne. Das kann man übrigens mit dem, was wir wahrscheinlich in der nächsten Woche sogar schon lernen, dann noch ein bisschen schöner implementieren, weil dann kann man sich diese If-Bedingungen hier in der Methode sparen, indem man einfach eine dritte Variable einführt und da dann immer einen Verweis oder die Adresse des Bildes abspeichert, das gezeichnet werden soll. Das nur so als kleiner Hinweis. Behalten Sie das hier mal im Hinterkopf.
Vielleicht können wir das in der nächsten oder übernächsten Woche noch schöner machen. Okay, so viel zu den Aufgaben aus den letzten Wochen. Ich würde jetzt gerne dazu übergehen, mich mit dem zu beschäftigen, was wir heute vorhaben. Ich bereite das mal kurz ein bisschen vor. So. Okay, dann schauen wir uns mal an, was wir heute vorhaben. Schreiben Sie mir mal in den Chat rein. Haben Sie sich das Starterpaket runtergeladen? Sind Sie bereit, um mit mir jetzt noch ein bisschen zu programmieren? Also schreiben Sie mal was in den Chat rein. Perfekt. Ich möchte mit Ihnen heute diese Animation bauen. Ich hoffe, Sie sehen das im Moment, ich glaube, ich muss das noch aktivieren. Na, Sie sehen, glaube ich, dieses kleine GIF von ja, so einer Art Eieruhr vielleicht. Ich glaube, das habe ich mir überlegt, dass das das sein soll. Ich sage Ihnen jetzt auch, ich helfe Ihnen ein bisschen dabei, das zu interpretieren. Was wir machen ist, wir bauen uns eine Anwendung, die und da nutzen wir dann Dinge, die wir in der letzten Woche gelernt haben, auf so einer Kreisbahn 60 kleine Kreise einzeichnet oder abbildet. Und diese Kreise stehen jeweils für eine Sekunde einer kleinen Eieruhr, die immer eine Minute für uns abzählt. Und was wir machen werden ist, wir werden dafür sorgen, dass im Laufe der Zeit unserer Anwendung, beginnend bei dieser obersten Stelle, gegen den Uhrzeigersinn, in jeder Sekunde ein Kreis mehr eingefärbt wird. Also wenn unsere Anwendung startet, sind diese ganzen Kreise gelb, die wir da eingezeichnet haben. Und nach der ersten Sekunde wird dieser Kreis rot eingezeichnet, nach der zweiten der und immer so weiter und weiter und weiter, bis irgendwann alle Kreise rot sind nach einer Minute. Und dann machen wir das Gleiche wieder mit gelb. Dann wird der erste Kreis, der ursprünglich rot eingezeichnet worden ist, gelb eingezeichnet. Und das Ganze soll dann tatsächlich so einen kontinuierlichen 60-Sekunden-Timer symbolisieren. Das heißt, Sie können da immer schauen, weiß ich nicht, wenn Sie irgendwie was kochen wollen oder vielleicht irgendwie ein Ei kochen wollen oder so, dann haben Sie jetzt hier eine App, die wir heute Abend bauen werden, mit der Sie immer 60 Sekunden ganz genau abmessen möchten. Was möchte ich Ihnen an dem Beispiel zeigen? Zwei Sachen. Das sind ganz schön viele Kreise, 60 Stück, und die möchte ich nicht händisch verwalten in mehreren Variablen, sondern wir schauen uns an, wie wir ein Array einzeichnen können. Ich weiß nicht, warum da jetzt mal diese Pfeile erscheinen. So wollte ich das eigentlich symbolisieren. Wir schauen uns an, wie so ein Array ausschauen kann, in dem diese ganzen Kreise gehalten werden als einzelne Objekte und wie wir dieses Array am Anwendungsstart befüllen können und wie wir es dann verwenden können, um regelmäßig immer im Draw-Loop diese Kreise auch zu zeichnen. Das ist das Erste, was wir machen möchten, Arrays. Und das Zweite, was ich heute mal kurz ansprechen möchte, ist Zeit messen. Wir müssen nämlich irgendwie schauen, dass wir unabhängig von diesem Draw-Loop, also der Draw-Loop, 60 FPS, 60 Frames per Second, ist für uns zwar eine Möglichkeit, so ungefähr abzuschätzen, wie viel Zeit vergangen ist, weil wir darauf vertrauen können oder hoffen können, dass unser Computer die Draw-Loop-Methode alle 16 Millisekunden aufruft, aber das ist was, worauf wir uns bei Zeit eigentlich nicht verlassen sollen. Und was ich mir heute mit Ihnen anschauen werde, ist, wie wir Zeit, so wie Zeit wirklich ist, messen können. Also wie kann ich in Java zwei Zeitpunkte messen und wie kann ich dann die Differenz in zum Beispiel Sekunden zwischen diesen Zeitpunkten erheben. Das ist das, was wir uns anschauen werden. Genau, Delta Time nennt man das dann häufig, gerade so in dem Frame-basierten. Wir messen zwischen zwei
Werten. Delta ist ja immer der Abstand zwischen zwei Werten, die Zeit, und machen das mit Millisekunden, die wir messen. Aber erstmal zu Beginn die Arrays. Und wenn wir mit den Arrays das hinbekommen haben, dass wir diese 60 schönen Kreise haben, Sie haben auch vielleicht gesehen, wir kümmern uns irgendwie darum, dass das so ein bisschen ausschaut wie eine Uhr, nämlich dass die Kreise an den Positionen 12, 3, 6 und 9 ein bisschen größer dargestellt werden. Wenn wir das hinbekommen haben, dann schauen wir uns mal an, wie wir dann die Zeit messen können, feststellen können, wie viele Sekunden zum Beispiel seit Anwendungsstart vergangen sind und dann das benutzen können, um diese farblichen Markierungen der Kreise zu setzen. Okay, ich habe jetzt hoffentlich genug Zeit verbracht mit Reden, dass Sie alle das Starter-Paket sich schon nicht nur geöffnet, sondern auch schon ein bisschen angeschaut haben. Ich habe das bei mir auch schon geöffnet. Ich starte einmal das Programm, damit Sie sehen, wie es ausschaut. Ein leerer Bildschirm, so viel passiert nämlich noch gar nicht. Wir haben wieder ein paar Konstanten. Ich habe Ihnen ein paar Farben mitgebracht, auch schon mal markiert, was wir mit den Farben machen möchten. Das Anwendungsfenster hat eine bestimmte Größe, beziehungsweise es gibt hier Variablen, die vorgeben und die werden dann verwendet, um das Anwendungsfenster zu skalieren in der Initialisierungsmethode. Und ich habe einen Draw-Loop, beziehungsweise die Draw-Methode, in der Hintergrund immer neu gezeichnet wird. Das ist jetzt unsere Ausgangslage und von da möchte ich jetzt beginnen, mir diese Anwendung Schritt für Schritt aufzubauen. Und das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte jetzt diese Kreise, die diese Markierungen innerhalb, also werfen Sie nochmal ganz kurz einen Blick auf das Whiteboard, diese Kreise, die diese Markierungen, nennen wir es jetzt mal Uhr, abbilden, diese 60 Kreise, die möchte ich jetzt beim Anwendungsstart erstellen. Und möchte dann dafür sorgen, dass diese Kreise, nachdem sie an den richtigen Positionen erstellt worden sind, in jedem Draw-Loop einmal gezeichnet werden. Und ich habe schon angekündigt, wie wir das machen möchten. Wir machen das mit Arrays oder mit einem Array jetzt erstmal. Und wir brauchen jetzt auch kein mehrdimensionales Array oder gar irgendwie ein drei- oder vierdimensionales Array, sondern das funktioniert jetzt erstmal mit einem ganz normalen Array für Kreise, für Kreisobjekte oder für Circle-Objekte. Dieses Array möchte ich irgendwo erstellen, möchte es befüllen und möchte dann in jedem Draw-Loop darauf zugreifen. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich mir überlegen, wo ich dieses Array am besten abspeichere. Also wenn ich aus Schau mal, wie wir das dann ganz konkret im Code implementieren. Aber wenn ich beim Anwendungsstart, und das heißt für uns ja immer die Initialize-Methode, ein Array erstellen möchte und wenn ich dieses Array mit den ganzen Kreisen später in der Draw-Methode verwenden möchte, weil ich drüber iterieren möchte und die Kreise zeichnen möchte, dann brauche ich irgendwo eine Stelle, an der beide Methoden zugreifen können oder auf die beide Methoden zugreifen können. Und ich glaube, mittlerweile wissen Sie auch, wo diese Stelle ist, oder? Also wo muss ich das Array anlegen, in dem diese Kreise gespeichert werden, dass ich es in der Initialize-Methode, oder wo, um ganz genau zu sein, wo muss ich die Variable anlegen, in der dieses Array gespeichert wird, damit ich in der Initialize-Methode das befüllen oder das erstellen kann und in der Draw-Methode darauf zugreifen kann. Genau, außerhalb der Methoden, innerhalb der Klasse. Und Sie haben jetzt schon richtig gesagt, nach den Konstanten machen wir das einfach mal. Ich erstelle eine Variable. Dieses Private wird übrigens dann in der nächsten Woche endgültig aufgelöst, was das eigentlich heißt. Und ich möchte hier einen Array haben vom Typen bzw. für Objekte vom Typen Circle. Wenn ich ein Array anlege oder eine Variable für einen Array anlege, da sind wir jetzt hier erstmal, muss ich immer den Typ angeben von den Werten, die in diesem Array gespeichert werden sollen. Und bei uns sind das Kreise und Sie erinnern sich, dass der Datentyp dann immer äquivalent zu dem Klassennamen ist, aus dem wir diese Objekte dann erstellen wollen. Das heißt, wenn wir jetzt Kreisobjekte
in ein Array speichern möchten, wissen wir, die Kreisobjekte basieren alle auf dieser Circle-Klasse, das ist deren Datentyp. Und wenn das Ganze nicht nur eine Variable sein soll für einen Kreis, sondern eine Variable für einen Array von Kreisen, dann kommen diese eckigen Klammern dahinter. Jetzt werde ich gefragt, was ich damit meine von meiner Entwicklungsumgebung, was meine ich mit Circle? Und das liegt daran, dass diese Klasse hier oder dieser Code, in dem ich gerade mich befinde, diese Klasse nicht kennt. Also meine Entwicklungsumgebung ist sich gerade nicht sicher, was ich für einen Kreis überhaupt meine. Was ich jetzt tun muss, ist, ich muss diese Klasse, dieses grafische Objekt, damit ich das hier verwenden kann, importieren. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich hier mit dem Cursor in diesen Namen reingehe, der jetzt rot unterkringelt ist, Alt und Eingabe drücke und dann wird mir vorgeschlagen, was ich denn so tun könnte, um dieses Problem zu lösen. Problem ist, IntelliJ kennt an dieser Stelle diese Circle-Klasse nicht und die naheliegendste Lösung für die meisten Fälle jetzt gerade am Anfang ist Import Class. Dann kommt hier oben, können wir uns auch mal anschauen, hier eine Auflistung von den Sachen, die wir schon importiert haben. Circle ist jetzt neu dazugekommen. Die anderen Sachen haben wir Ihnen schon über das Starter-Projekt vorgegeben. Und dann wird jetzt hier auch noch die Circle-Klasse reingeschrieben und wir können die benutzen. Diese Auto-Import-Settings würde ich vielleicht bei der Graphics-App nicht benutzen, weil wir, weiß nicht, ob das leider ist, wahrscheinlich hätten wir es auch anders machen können, aber nee, eigentlich hätten wir es nicht anders machen können, sonst würden nämlich unsere Klassen komisch heißen, ganz, ganz häufig Dinge benutzen, die auch andere Bereiche von Java genauso benannt haben. Ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass Sie irgendwie ein Rechteck, Rectangle oder Circle oder sowas oder Color vor allem importiert haben und dann ist das aber irgendwie nicht die richtige Klasse, die Sie gemeint haben. Und das liegt daran, dass es irgendwo in diesen Bereichen von Java, die hier so verwendet werden, noch eine andere Circle-Klasse, noch eine andere Color-Klasse oder sowas gibt. Und bei dem Auto-Import wird dann häufig, wenn Sie es nicht über dieses Kontextmenü machen, was anderes ausgewählt. Also ich würde Ihnen raten, vielleicht täusche ich mich auch, aber machen Sie das zu Beginn ganz bewusst und vor allem, weil das kann ich mir auch immer nicht merken, ich kann es Ihnen nochmal zeigen, nochmal raus. Jetzt ist es der Auto-Import gewesen, weil er sich wahrscheinlich das gemerkt hat. Was ich sagen wollte ist, in diesem Kontextmenü, was da aufpoppt, wo man dann die richtige Klasse auswählen kann, am besten immer mit der Maus das Auswählen zu beginnen, weil ich mir immer nicht merken kann, wenn ich das mit der Tastatur mache, wo das Highlighting in diesem Kontextmenü gerade ist. Kann auch an meinem Color Scheme liegen, aber um ganz sicher zu gehen, würde ich Ihnen immer raten, jetzt zu Beginn, wenn diese Frage aufkommt, welche Klasse ist gemeint, machen Sie das über das Kontextmenü, klicken Sie mit der Maus genau auf die Klasse, die dieses Präfix immer hat. Dieses DERURMIOOP, das verweist Sie im Zweifelsfall immer auf die Klasse, die wir Ihnen quasi bereitgestellt haben. Wenn das mit dem Auto-Import auch funktioniert, gerne. Aber ich würde zu Beginn an Ihrer Stelle das immer ganz bewusst versuchen, irgendwie zu machen. Sie könnten sogar selber einfach hier oben hinschreiben, welche Klasse Sie meinen. Dann umgehen Sie, glaube ich, eine ganze Reihe von Fehlern. Okay, aber das war jetzt irgendwie ein Exkurs, der so gar nicht sein sollte. Ich habe meine Variable fast erstellt. Ich habe nämlich schon mal gesagt, von was für einem Datentyp die ist. Und was ich noch brauche, ist irgendwie einen Namen für die Variable. Und ich nenne die jetzt mal Markers, weil das sollen irgendwie die Markierungen auf diesem gedachten Ziffernblatt der Uhr oder Markierungen auf der Stoppuhr sein. Und dieses Array, das möchte ich jetzt befüllen. Und das mache ich in einer separaten Methode. Idee ist jetzt, hier in der Initialize-Methode nehme ich mir meine Variable und ich möchte dafür sorgen, dass da am Ende ein Array mit genau so vielen Kreisobjekten drin ist, wie ich brauche, nämlich diese 60 Stück, die, ich zeige sie nochmal, auf dieser gedachten Uhr oder in dieser Stoppuhr die einzelnen Sekunden markieren. Und
das Ganze möchte ich jetzt auslagern in eine Methode. Und das mache ich so. Das heißt, das kommentieren wir hier nochmal aus, weil wir haben hier diese Methode noch nicht, die das Array befüllen kann. Wir erstellen eine neue Methode. Und ich möchte das jetzt so machen, dass die Methode in sich dieses Array mit den Kreisobjekten erstellt und wieder zurückgibt. Ich möchte nicht, dass die Methode direkt in diese Variable schreibt, weil Sie erinnern sich, das haben wir letzte Woche auch ein bisschen besprochen, vorletzte Woche glaube ich auch. Wir versuchen unsere Methoden immer so zu implementieren, dass die möglichst nicht zu stark mit irgendwie den sie umgebenden Kontexten interagieren, sondern in sich ein Problem lösen. Und das Problem, was wir jetzt lösen möchten, ist, die Methode soll uns ein Array zurückgeben, in dem 60 Kreise sind, die so positioniert sind, dass sie genau diese 60 Stellen auf dem Ziffernblatt abbilden und wir entscheiden dann, was wir mit dem Array machen. Das ist die Idee hinter dieser Methode. Eine Methode, die gibt uns ein Array zurück mit Kreisobjekten, in dem die Kreisobjekte genau drin sind, die wir brauchen, um diese Markierung zu zeichnen. Ich nenne die Methode deshalb vielleicht auch einfach mal createClockMarkers oder WatchMarkers, wie auch immer Sie möchten. Ich glaube, es gibt irgendwie es gibt einen Unterschied zwischen Clock und Watch im Englischen. Ich glaube, das, was wir machen, ist wahrscheinlich auch eher eine Watch als ein Clock. Eine Clock, können das auch dann direkt vielleicht einfach so Create Watch Markers nennen. Also was ist damit gemeint? Diese Markers sind nochmal diese runden Kreise von unserer Uhr. Parameter müssen wir nicht übergeben, weil ich einfach diese grundlegenden Konstanten, wie viele Marker brauche ich, wo sollen die positioniert werden, entweder aus dem Kontext der Anwendung berechnen würde, Höhe und Breite der Anwendungsfläche kenne ich ja, oder genauso wie hier dann auch noch durch zusätzliche Konstanten abbilden möchte. Also ich möchte jetzt diese Methode nicht zu stark parametrisieren, könnte man auch machen. Alles, was die Methode und auch was die restlichen Methoden so an grundsätzlichen Informationen wissen müssen, möchte ich hier durch Konstanten abbilden. Fangen wir mal an gleich damit, dass ich mir aufschreibe, neben der Höhe und der Breite meiner Anwendungsfläche und der Farbe, mit der ich den Hintergrund zeichne, vielleicht noch eine zusätzliche Information, private static final, eine neue Konstante vom Typen int, und die nenne ich numbers of markers. Und da speichere ich mir rein, wie viele von diesen Markierungen ich denn eigentlich brauche. Wie viele brauche ich? Aha. Haben Sie aufgepasst? Welchen Wert schreibe ich mir in diese Konstante rein, wenn die ausdrücken soll, wie viele Marker es in unserer Uhr gibt? 60, ja klar, für jede Sekunde eine. Mit der Information können wir jetzt in unserer Methode hier unten den ersten Schritt schon machen. Wir können uns nämlich jetzt mal als allererstes ein leeres Array für Kreisobjekte erstellen, in der genau so viele Kreisobjekte auch Platz finden. Das ist dann noch leer, weil wir die Objekte erst noch erstellen müssen. Aber das ist der erste Schritt in dieser Methode. Was soll die Methode machen? Die soll dieses Array erstellen, befüllen mit den entsprechenden Kreisen und soll es dann zurückgeben. Diesen ersten Schritt, den können wir hier schon mal direkt machen. Wir erstellen uns ein neues Array, wieder vom Typen Circle. Also überall immer der gleiche Typ, weil das Array, was wir hier erstellen, was hier dann auch zurückgegeben werden soll, soll ganz am Ende in dieser Variable landen, geben dem Ganzen einen Namen, WatchMarkers vielleicht, und wir erstellen dann gleich auf der rechten Seite von der Zuweisung auch das neue Array. Also hier wird eine lokale Variable erstellt, das vielleicht auch nochmal zur Erinnerung. Die Variable, die wir jetzt hier erstellen, die ist erstmal nur innerhalb dieser Methode sichtbar. Wir müssen dieses Array dann auch rausgeben, damit wir außerhalb der Methode was damit machen können. In diese lokale Variable speichern wir ein neues Array rein. Das ist vom Typen Circle. Mit dem New-Schlüsselwort leiten Sie dieses Erstellen des Arrays ein. Und dann kommt das, was wir uns am Dienstag in der Vorlesung angeschaut haben, was Sie vielleicht auch in den Übungen schon ausprobiert haben. Wir geben jetzt an, wie viele Plätze
in diesem Array vorhanden sein sollen. Wie lang soll dieses Array sein? Und wenn ich 60 Kreise da reinspeichern möchte, muss ich hier auch 60 hinschreiben. Aber das habe ich ja hier oben schon gespeichert. Das heißt, dass ich jetzt hier einfach die Konstante referenziere bzw. angebe. Und weil Java an dieser Stelle für die Länge des neuen Arrays einen Integerwert erwartet, dass hier auch ein Integerwert ist, ist es absolut kompatibel. Anstatt dass ich direkt die 60 reinschreibe, das wäre dann dieses Literal. Ich gebe genau an, was da stehen soll, ein Integerwert mit dem Wert 60. Da muss dann meine Laufzeitumgebung oder der Compiler gar nichts mehr interpretieren. Mache ich das und diese Konstante wird dann aufgelöst zu dem Wert und anstelle von diesem Konstantennamen wird dieser konkrete Wert eingeführt und dann habe ich einen Array, in dem 60 Kreise Platz haben. Und ganz am Ende von der Methode, das kann ich jetzt schon machen, auch wenn ich dazwischen noch ein bisschen was implementieren muss, gebe ich dieses Array auch wieder raus mit der Return-Methode. Also, marcas, genau, so ist es richtig geschrieben. Array erstellen, Array zurückgeben. Ganz wichtig, wenn Sie so ein Array erstellen und das mit primitiven Daten füllen, also wenn Sie zum Beispiel sagen, ich hätte gerne ein Array, in dem sind 100.337 Integer-Werte drin, dann stehen da schon Werte drin. Also bei primitiven Datentypen in Java gibt es immer so einen Default-Wert, der ist bei int 0, bei Boolean ist es true, bei den Zahlen double und sowas ist es glaube ich auch 0,0 dann. Und wenn Sie so einen Array erstellen, steht da in diesen 1337 Zellen überall der Wert 0 drin. Wenn Sie ein Array erstellen, in dem Objekte gespeichert werden, werden da nicht Objekte erstellt automatisch, weil wir wissen ja gar nicht, wo diese Kreise hin sollen, wo die positioniert sind, mit welchen Farben. Stattdessen wird da überall der Wert null eingespeichert und das heißt für Java einfach, da ist noch kein Objekt drin. Also das ist ganz wichtig, auch ein Fehler, den man häufig macht, wenn man so ein Array neu erstellt, in dem dann Objekte später Platz finden sollen, dann steht da am Anfang nichts drin. Das heißt, was ich jetzt hier zurückgebe, ist ein leeres Array, in dem 60 Zellen drin sind und das ist natürlich nicht das, was wir machen möchten. Was wir machen möchten ist, wir wollen hier an dieser Stelle dieses Array befüllen. Und das mache ich, indem ich über jede Stelle in diesem Array drüber iteriere. Also ich erzeuge mir jetzt Indizes, mit denen ich jede dieser Stelle des Arrays, Array oder Position im Array werden hier angesprochen, indem ich den Namen des Arrays nehme, Watchmarkers, geschweifte Klammer auf, irgendeinen Integer-Wert als Indizes und da dann zum Beispiel einen neuen Kreis reinzeichnen würde. Was brauche ich noch? Ich brauche noch einen Radius und irgendwie einen Farbwert wahrscheinlich. Haben wir hier oben ein paar Farben gespeichert. Diese Zeile speichert an der ersten Stelle des Arrays einen neuen Kreis. Erste Stelle ist immer 0, habe ich Ihnen in der Vorlesung erklärt, das hat so historische Gründe. Die erste Adresse in diesem Speicherbereich, in dem das Array angelegt ist, wenn ich die 1 eintrage, Moment, so, wenn ich die 1 anträge, erkläre ich Ihnen gleich, warum wir das zweimal gemacht haben. Wenn ich da 1 eintrage, schaue ich mir in diesem Speicherbereich des Arrays den ersten Eintrag nach der ersten Zelle an. Also ich wandere in diesem Speicherbereich einen Schritt nach unten und schaue mir dann diese Stelle an und würde da jetzt an der Stelle was reinschreiben. Wir machen das deshalb, weil wir in dieser Methode das Array erstellen, was wir hier reinschreiben möchten. Diese beiden Variablen haben erstmal nichts miteinander zu tun, außer dass die beide theoretisch ein Array mit Kreisen beinhalten können. Und diese Methode, die erstellt intern ein Array und gibt das dann als Ergebnis zurück. Und was wir dann machen werden später, das können wir jetzt hier eigentlich theoretisch auch schon ergänzen, auch wenn die Methode noch nicht implementiert ist, ist zu sagen, ruf doch bitte mal diese Methode auf, die
dieses neue Array erstellt und speichere das in dieser Variable. Also wir machen diese Methode vor allem deshalb, weil wir diesen Erstellungsprozess von dem Array, und der ist jetzt noch nicht abgeschlossen, also keine Sorge, wir müssen uns jetzt irgendwie darum kümmern, dass da auch wirklich Kreise drin entstehen, auslagern möchten. Also es ist vor allem Ordnung, die wir in unser Programm bringen möchten. Ich mache diesen gesamten Vorgang, in dem das Array erstellt und befüllt wird, in einer Methode, und die rufe ich dann auf, um diese Methode auf Klassenebene, auf der obersten Ebene unseres Programms zu befüllen. Das ist die Idee. Und damit ich hier intern auch schon mit einem Array arbeiten kann, erstelle ich mir neue Variable für das, eine lokale Variable für das neue Array, speichere das erstmal da drin, und wenn ich das jetzt gleich befüllt habe, das ist das, was in diesem leeren Teil jetzt noch kommt, dann gebe ich das zurück und dann kann ich die Methode aufrufen und dieses Array, was da als Ergebnis produziert wird, in dieser übergeordneten Variable speichern. Beantwortet das ungefähr die Frage, wo wir jetzt hinwollen? Okay, dann lassen Sie uns loslegen. Wir haben 60 Stellen und wir müssen in jede dieser Stellen ein Circle-Objekt speichern. Und was wir auf jeden Fall nicht machen wollen, und das ist Ihnen allen klar, ist sowas hinzuschreiben und das bis zu 60 machen. Das wollen wir nicht machen. Wir können ja diese Indizes, die wir hier brauchen, ganz, ganz leicht generieren mit einem Werkzeug, das wir auch schon in der Vorlesung für genau das benutzt haben, nämlich mit der Vorschleife. Ich erstelle mir eine Vorschleife, die läuft von 0 bis wohin, bis zum letzten möglichen Index für genau dieses Array. Und den kriege ich raus, indem ich mir das Array selber anschaue und von dem und von diesem Array die Länge auslese. WatchMarkers.Length, das ist eine Eigenschaft, die dieses Array hat, und die können wir auslesen. Und was wir da zurückbekommen, ist dieser Wert, den wir am Anfang als Länge übergeben haben. Das ist ein Integer-Wert wieder und würde bei uns jetzt 60 zurückgeben. Also wir können damit immer auslesen, wie viele Elemente passen denn in dieses Array. Ganz wichtig, ich habe Ihnen ja am Anfang gesagt, wenn Sie so ein Array für Objekte erstellen, dann ist das am Anfang leer, also da steht nichts drin. Und was Sie hier zurückbekommen, ist nicht die Anzahl der Kreisobjekte, die wir jetzt schon in diesem Array erstellt haben, sondern das ist die Länge des Arrays, also der potenzielle Platz von diesem Array. Das heißt, auch wenn da jetzt noch kein einziges Kreisobjekt drin ist, kriegen wir hier schon diesen Wert 60 zurück. Ganz, ganz wichtig, das ist einfach die Länge des Arrays, die Anzahl der Zellen, so haben wir das ja in der Vorlesung genannt, das ist nicht die Anzahl der tatsächlich in diesem Array gespeicherten und jetzt schon vorhandenen Kreisobjekte, sondern quasi nur die Anzahl der Zellen. Und wenn ich mir so eine Vorschleife schreibe, dann erreiche ich damit, dass ich über diese Variable i auf jede Stelle in dem Array zugreifen kann. Das heißt, ich könnte jetzt hier auf das Array zugreifen und statt dass ich den Index direkt angebe, 1 oder so, nehme ich meine Variable i, und dann könnte ich hier, genauso wie ich es gerade gemacht habe, einen neuen Kreis einzeichnen oder reinschreiben, indem ich den erstelle, dem Ganzen noch eine Farbe, und dann würden wir in jeder dieser Zellen des Arrays über diese Vorschleife einen neuen Kreis reinspeichern. Und da sich i ja mit jeder Iteration der Schleife um 1 hochzählt, würde das dann auch dazu führen, dass wir nicht immer in die gleiche Zelle schreiben, sondern tatsächlich in die 0., 1., 2., 3. und bis zur 59. Zelle, also bis zum letzten potenziellen Index, einen neuen Kreis erstellen. Der Wertebereich der Indizes, warum steht WatchMarkers vor i? Warum steht Watchmarker vor i? Das ist das Array, um das es die ganze Zeit geht. Also das hier ist unser Array, was wir befüllen möchten. Also das ist diese lange Abfolge an Kreisen im Speicher. Und damit sagen wir, wievielte Stelle wir im Array befüllen möchten.
Also ganz wichtig nochmal, dieser Wertebereich von den Arrays, das ist auch das, was häufig irgendwie gerade zu Beginn noch ein bisschen Probleme macht. Der ist von 0 bis zur letzten, bis zur Länge minus 1. Deshalb dieses kleiner Watchmarkers.längs. Ich möchte verhindern, dass i irgendwann diesen Wert erreicht. Weil wenn ich das hier machen würde, Watchmarkers 60, dann würde ich auf eine Stelle im Array zugreifen, die nicht existiert. Die letzte Zelle im Array hat ja, wenn Sie so wollen, die Adresse 59 und deshalb dieses kleiner als die Länge. Wenn ich sowas zum Beispiel mache, passiert ganz, ganz häufig, wird Ihnen auch passieren jetzt am Anfang, dann kriegen Sie in der letzten Iteration der Schleife einen Fehler, diesen Index Out of Bounds Fehler, weil Sie versuchen, i hat dann den Wert 60, eine Zelle im Array anzusprechen, die gar nicht existiert. Letzte Adresse ist immer Länge minus 1. Okay, so könnten wir einen Kreis erstellen, aber wir wollen natürlich nicht diese Kreise immer an der gleichen Stelle einzeichnen, sondern wir wollen die Position von dem Kreis, also die Y-Position und die X-Position, warum eigentlich in dieser Richtung? So ist es, glaube ich, immer ein bisschen schöner. Die wollen wir dynamisch bestimmen. Ich möchte jetzt für jeden Kreis nochmal, für jeden dieser Kreise auf dieser Kreisbahn, das haben wir in der letzten Woche ja auch gemacht, möchte ich jetzt ein neues Paar an X- und Y-Koordinaten generieren. Wie mache ich das? Ich mache das jetzt, indem ich zwei Informationen miteinander kombiniere. Die erste Information ist, wo ist denn der Mittelpunkt von meiner Zeichenfläche? Also ich schaue mal ganz kurz, dass ich mir in zwei weiteren Variablen den Mittelpunkt von meiner Zeichenfläche berechne. Wissen Sie noch, wie das funktioniert? Wie kriege ich heraus, was ist auf der X- und auf der Y-Achse? Das kann ich ja mal, während Sie sich über das überlegen, schnell hinschreiben. Auf der X- und der Y-Achse genau diesen Mittelpunkt von meiner Zeichenfläche bestimmen. Hälfte Länge, Hälfte Breite vom Canvas, genau. Und das haben wir ganz häufig. Ich schalte zum nächsten Mal diesen Nightbot aus, also keine Sorge, Sie haben genau das Richtige gesagt. Weiß nicht genau, was da gerade das Problem ist. Genau, wir haben das immer so gemacht mit dem Zugriff auf diese Konstante, in der wir die potenzielle Breite gespeichert haben, Window Width habe ich es genannt, und das durch zwei geteilt haben. Jetzt sage ich Ihnen ganz kurz, warum das nicht mehr so die optimale Lösung ist. Verfolgen wir mal ganz kurz, wie diese Variable benutzt wird oder diese Konstante. Wir legen die hier oben fest und was wir damit sagen ist, wir würden gerne die Breite unseres Anwendungsfensters auf diesen Wert setzen. Aber das ist erstmal nur eine Variable oder eine Konstante, in der wir das für uns festhalten. Wir sagen, okay, Fensterbreite 600. Dass tatsächlich dieses Fenster dann 600 Pixel breit ist, hat nichts mit dieser Konstanten zu tun. Die macht das noch nicht, sondern diese Methode macht das. Hier sagen wir, ändere bitte die Breite und die Höhe von unserem Anwendungsfenster auf die Werte, die in diesen beiden Konstanten gespeichert sind. Das heißt, wenn wir uns immer darauf verlassen, über diese Konstante hier die Breite unseres Fensters, unseres Anwendungsfensters auszulesen, funktioniert das nur, wenn wir ganz sicher vorher diese Methode aufgerufen haben und danach nicht nochmal die Größe geändert haben. Also wir verlassen uns, wenn wir das so machen, darauf, dass wir diese Methode mit den richtigen Werten aufgerufen haben und danach das Anwendungsfenster nicht mehr neu skaliert haben. Das können Sie in der Regel machen. Also ich glaube, bei den Programmen, die wir hier schreiben, ist das noch überschaubar. Aber es gibt eine sicherere Möglichkeit, wie Sie sagen können oder wie Sie ja fragen können, wie breit ist denn das Fenster jetzt tatsächlich in diesem Moment? Das machen Sie mit einer Methode, die heißt einfach getWidth. Und die gibt Ihnen den Wert zurück, den Sie zuletzt mit dieser Methode gesetzt haben. Und das würde ich jetzt vorschlagen, dass wir das in Zukunft immer so machen, weil dann können wir nämlich ganz sicher sein, wir nehmen jetzt hier nicht einfach die Breite, die hier oben steht und hoffen darauf, dass wir die A gesetzt haben und B nicht verändert haben, sondern hier lesen wir ganz
direkt aus, wie breit ist das Anwendungsfenster zu diesem Zeitpunkt, und das teilen wir durch 2. Also, kleine Verbesserung. Wenn Sie mir einen Gefallen tun möchten, dann machen Sie das in Zukunft immer so. Wir verlassen uns nach diesem Initialisieren unseres Anwendungsfensters nicht mehr auf die Werte, die in den Konstanten stehen. Könnte ja sein, dass wir das nochmal, weil wir uns, weiß ich nicht, warum wir das machen wollten, kann ja sein, sowas nochmal gemacht haben. Also wir ändern die Größe vom Anwendungsfenster nochmal. Und dann würde das hier mit den Konstanten nicht mehr funktionieren, weil dann wäre unser Anwendungsfenster nach diesem Aufruf 500 mal 1500 Pixel groß. Wenn wir hier die Breite über die Konstante nehmen, würden wir aber vermuten, dass 600 Pixel groß ist, und dann hätten wir hier einen falschen Wert. Also, am besten immer mit diesen beiden Methoden die tatsächliche Größe auslesen. Aber das ist jetzt nur der erste Teil von unserem Problem hier. Jetzt kennen wir den Mittelpunkt. Und mit dem Mittelpunkt und dem Radius von dieser Zeit, von dieser Uhr, die ich hier zeichnen möchte, kann ich für jeden dieser Kreise eine genaue Position bestimmen. Sie erinnern sich, Sinus und Cosinus. Wenn ich den Winkel kenne, der aussagt, an welche Stelle dieser Kreis eingezeichnet werden soll. Sie erinnern sich noch an das, was wir letzte Woche gemacht haben. Das heißt, ich brauche jetzt noch 2 Informationen, die ich benötige, um dann die Kreise dynamisch an die richtige Position einzustellen. Das eine ist der Radius von meiner Uhr an sich. Kann ich mir hier auch in der Konstanten speichern. Wo kommt die am besten hin? Vielleicht hier. Private static final int watch radius. Und meine Zeichenfläche ist 600 Pixel breit. Die Hälfte davon wäre 300. Wir haben letztes Mal gelernt, dass wir diesen Radius von dieser Kreisbahn ein bisschen kleiner machen müssen, damit die Kreise noch ein bisschen Abstand zum Rand haben und das schön ausschaut. Deshalb verrate ich Ihnen jetzt einfach, 250 ist ein guter Wert dafür. Wenn wir schon dabei sind, dann speichere ich mir auch noch in einer Konstanten, wie groß jetzt diese einzelnen Kreise sein sollen. Und die sollen, kurz überlegen, ich glaube 7 Pixel habe ich benutzt in meinem Lösungsvorschlag. Also diese einzelnen Kreise auf der Uhr haben dann einen Durchmesser von 14 Pixeln. Jetzt fällt mir gerade ein, dass wahrscheinlich eine... Ja, doch, das akzeptieren wir jetzt einfach mal so, dass das mit 7 Pixeln auch funktioniert. Das beides habe ich mir noch gespeichert. Was ich mir jetzt in der Methode hier unten noch speichere, ist eine Variable, mit der ich für jeden dieser Kreise, die ich jetzt über diese Vorschleife erstelle, den Winkel bestimmen kann. Ich fange ganz oben an. Initial Marker Degree, oder da sich die Variable ändert, heißt die jetzt Current Marker Degree, und die setze ich auf minus 90. Warum? Schauen wir uns das ganz kurz an. Ich möchte jetzt die Kreise, ich möchte diesen Kreis, diesen hier, an die Position 0 in meinem Array speichern, diesen Kreis an die Position 1, den in die zweite. Und wenn ich mit Sinus und Cosinus auf dieser Kreisbahn die Position berechne, dann hat dieser Kreis hier die Position in Grad 0, dieser hier hat die 90 und dieser hier hat die 180 und dann hätten wir irgendwo 270 oder so. Ich möchte aber mit diesem Kreis hier anfangen, mit diesem allerersten, und deshalb fange ich nicht bei 0 Grad an, sondern ich fange bei minus 90 Grad an. Also ich bewege mich auf dieser gedachten Kreisbahn um genau 90 Grad zurück. Das sind von 0 ausgehend minus 90, und diesen Wert speichere ich mir jetzt in dieser Variable. Und was mache ich dann? Ich
erstelle an dieser Position mit ausgehend von dem Mittelpunkt und diesem Radius einen Kreis. Und mit jedem Kreis, den ich erstelle, verändere ich diese Gradangabe, sodass die immer im Uhrzeigersinn mit jedem Kreis, den ich erstelle, weiter wandert. Ich zeige Ihnen mal, wie ich mir das vorstelle. Wir haben jetzt alle Informationen, die wir brauchen. Jetzt können wir die x-Koordinate ausrechnen. Fangen wir ganz hinten an. Ich brauche den Cosinus für x und den Cosinus berechne ich aus einem Bogenmaß. Dazu nehme ich mir den Gradwert in der Variable und wandle den um. Das multipliziere ich mit meinem Radius, was ist der Radius von meiner Uhr, die ich hier einzeichnen möchte? Watch Radius. Und damit das Ganze vom Mittelpunkt aus berechnet wird, addiere ich den Wert, den ich berechnet habe, auf dieses Produkt, was ich hier berechne, drauf. Also haben wir letzte Woche auch schon genau so gemacht und das verwenden wir jetzt einfach nochmal. Cosinus von der aktuellen Gradangabe ausrechnen, die müssen wir vorher in Bogenmaß umrechnen. Akzeptieren wir einfach, dass das so sein muss. Wir multiplizieren das mit dem Radius von der Uhr, damit wir diese Position auf dieser gedachten Kreisbahn berechnen. Und weil das normalerweise dann vom Ursprungspunkt des Koordinatensystems aus funktionieren würde, versetzen wir diesen Wert, den wir daraus bekommen, noch um den Mittelpunkt, sodass wir dann tatsächlich diese Kreisbahn auch an der richtigen Stelle jetzt mit einem Marker befüllen. Und für die Y-Position ist das genau das Gleiche mit einem kleinen Unterschied, dass wir nicht den Cosinus brauchen, sondern dass wir den Sinus brauchen. Und dann haben wir unsere X- und Y-Position für unseren Kreis. Und dann können wir anfangen, diesen Kreis in das Array reinzuspeichern. Nicht mehr an irgendeiner Position, sondern an der X-Position, an der Y-Position, als Radius. Jetzt kümmern wir uns gleich darum, diesen Fehler da in dem Konstruktor aufzuheben. Als Radius verwenden wir das, was wir hier oben gesetzt haben, Marker Radius. Und als Farbe können wir jetzt erstmal diesen Gelbwert stehen lassen. Da können wir uns später noch darum kümmern, dass das die richtige Farbe ist. Center Y schreiben beim Marker Y. Oh, genau, vielen Dank. Das hätte jetzt gleich zu ganz vielen Problemen geführt. Aber so ist es richtig. Wir versetzen diese beiden Werte, die wir für die X- und die Y-Position berechnet haben, vom Mittelpunkt weg. Und natürlich müssen wir dann für die Achsen jeweils die richtige Koordinate von unserem Mittelpunkt benutzen. Hier haben wir jetzt ein Problem. Diese Methode oder dieser Konstruktor, der uns so einen Kreis erstellt, der möchte an dieser Stelle einen Float-Wert haben. Was ich ihm aber übergebe, ist ein Double-Wert. Jetzt könnte ich versuchen, das hier in eine Float-Variable umzubauen. Dann würde ich hier den Fehler bekommen, weil hier in diesem ganzen mathematischen Teil wird mit Double-Werten gearbeitet. Deshalb möchte ich das auch erstmal als Double-Wert speichern. Ich möchte das einfach hier an dieser Stelle Java diesen Double-Wert als Float-Wert akzeptiert. Erinnern Sie sich noch, was man da machen kann? Also ich möchte jetzt hier in diesem Ausdruck, der mein Kreisobjekt erstellt, einfach dafür sorgen, dass was auch immer in Marker X steht, an dieser einen Stelle als Wert vom Typen Float behandelt wird. Erinnern Sie sich noch dran, wie ich das hinkriege? Carsten, genau. Und das ist dann immer diese Angabe in Klammern, der Datentyp, Load. Und das machen wir zweimal, weil wir bei beiden Werten das gleiche Problem haben und dann wird unser Kreis erstellt. Und jetzt möchte ich, dass nachdem dieser eine Kreis erstellt ist und bevor ich das nächste Mal in die Schleife komme und den zweiten Kreis erstelle, dieser Wert hier so verändert wird. Ich möchte den erhöhen um eine gewisse Zahl, dass ich
für den nächsten Kreis dann nicht mehr bei dieser Position minus 90 bin, sondern im richtigen Abstand nach rechts im Uhrzeigersinn auf die nächste Position gewandert bin. Um wie viel Grad muss ich jetzt von dieser Position minus 90, das ist die 12 Uhr Position, nach rechts weiter wandern, um auf die Position zu kommen, die den Kreis für die erste Sekunde repräsentiert. Also ich bin jetzt quasi ganz oben an der Uhr, 12 Uhr, nullte Sekunde, wenn Sie so wollen. Ich möchte jetzt eins weitergehen und diesen Punkt verschieben. Und genau, wir nehmen uns alle Grad, die wir haben, 360 für eine ganze Umdrehung. Wir teilen das durch irgendwas. Es gibt ganz viele Vorschläge. Länge des Arrays, 60 einfach hinschreiben. Können Sie vielleicht nachher selber mal überlegen, was irgendwie Ihnen am besten passt, was am meisten irgendwie jetzt an der Stelle beschreiben würde, was wir machen. Ich würde jetzt das hier machen. Ich würde die Konstante benutzen. Also wie viele Kreise möchte ich einzeichnen? Und dann berechne ich mir daraus diesen Abstand. Ich würde vielleicht sogar, auch wenn es nicht notwendig ist, so eine Klammer setzen, um ganz deutlich zu machen, ich berechne das erst und dann addiere ich das da drauf. Aber Sie haben alle recht, vom Wert her, den man da reinschreiben müsste, ich würde mit der Konstanten arbeiten. Aber das kann man an der Stelle wahrscheinlich auch anders machen. Okay, und wenn wir jetzt das die ganze Zeit gemacht haben und jeden unserer Kreise so eingezeichnet haben, haben wir hier ein Array, in dem ganz, ganz viele Kreise drin sind. Das wird am Anfang geladen und in diese Variable reingeschrieben. Und dann hätten wir jetzt, wenn die Initialize-Methode durchgelaufen ist, hier ein ganzes Array voll mit Kreisen. Lassen Sie uns mal ausprobieren, das zu zeichnen. Weil es ist ja jetzt befüllt und wenn die Initialize-Methode ausgeführt wird, landen wir in der Draw-Methode. Jetzt können wir mal ausprobieren, das zu zeichnen. Ich stelle eine neue Methode, private void draw circles oder draw markers. Könnte man sich jetzt überlegen, sollen wir wieder vielleicht versuchen, dafür zu sorgen, dass die Methode so wenig wie möglich um den Kontext, in dem sie ausgeführt wird, mitbekommt. Also wollen wir, dass die Methode direkt auf diese Variable zugreift oder wollen wir das als Parameter übergeben? Ich mache jetzt mal Zweiteres. Also ich sage der Methode, welche Marker sie zeichnen soll, indem ich das als Parameter übergebe. Und in dieser Methode möchte ich jetzt über alle Kreise in diesem Array drüber iterieren und jeden dieser Kreise einmal zeichnen. Also das möchte ich jetzt auf jeden Fall heute noch mit Ihnen machen, damit Sie das sehen. Wie mache ich das? Wie iteriere ich über jeden dieser Kreise, der potenziell in diesem Array drin steckt? Wir müssen uns gleich noch darum kümmern, wie wir dafür sorgen, dass die Methode auch weiß, wo diese Kreise zu finden sind, in welchem Array. Aber jetzt erstmal, wie zeichne ich all diese Kreise einmal? Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine davon sieht man sogar schon halb im Code. Und es gibt eine andere, die wir einsetzen können, wenn wir jetzt wirklich nur ganz schnell einmal über alle Objekte drüber iterieren wollen und die nur zeichnen wollen. Also das Array in sich nicht verändern wollen, keine neuen Objekte in irgendeine Indexstelle reinschreiben. Da gibt es eine Kurzfassung. Eine Idee, was ich meine? Ich habe ein Array mit ganz vielen Werten drin und ich möchte irgendeine Aufgabe oder mehrere Aufgaben mit jedem dieser Objekte einmal machen. Da habe ich Ihnen ganz am Ende von der Vorlesung, glaube ich, so einen kleinen Shortcut gezeigt, mit dem man sowas ganz schnell hinbekommt. Erinnert sich noch jemand dran? For each, genau. Wissen Sie noch, wie man die Schleife schreibt? Ich zeige es Ihnen nochmal. Wir fangen wieder an wie bei einer Vorschleife, aber wir definieren jetzt keine Zählervariable, die irgendwie inkrementiert wird und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt läuft, sondern wir definieren uns für jeden dieser Werte in dem Array eine Variable. Da sind Kreisobjekte drin,
Deshalb brauchen wir eine Variable vom Typen Circle. Wir schreiben einen Doppelpunkt und wir sagen, welches Array uns eigentlich interessiert. Und haben dann eine For-Each-Schleife geschrieben, die dafür sorgt, dass wir jetzt, ohne dass wir irgendwelche Zahlen und Grenzwerte oder sowas angeben, einmal über das komplette Array iterieren. Für jedes Objekt, das in diesem Array drin ist, wird einmal die innere Schleife, also der Rumpf dieser Schleife, ausgeführt. Und wir können über diese Variable hier in der Schleife selber jeweils auf das eine Objekt, über das wir gerade iterieren, drüber oder reinschauen und können zum Beispiel, indem wir die Draw-Methode aufrufen, dieses Objekt dann zeichnen. Das ist ein bisschen komplizierter zu verstehen auf den ersten Blick, aber später werden Sie das auf jeden Fall zu schätzen wissen, weil das eine schöne Möglichkeit ist, einfach schnell über die Arrays drüber zu iterieren und dann immer so eine Sache zu machen. Wir können ja mal versuchen, das ein bisschen zu übersetzen, was hier steht. Für jeden Kreis, der in der Array Markers drin ist, also für diesen Doppelpunkt kann man so im Hinterkopf einsetzen, also für jeden Kreis in Markers mach irgendwas. Und jedes Mal, wenn du das machen möchtest, kannst du auf diesen einen Kreis, über den du gerade iterierst, über die Variable Circle verfügen. Das hier wäre äquivalent zu, machen wir es einmal ausführlich, int i ist gleich 0, i kleiner markers.length, i plus plus, und im Inneren stelle ich mir jetzt, um es ganz ausführlich zu machen, eine Variable, da speichere ich das Objekt an der Stelle, wo ich gerade bin, rein und rufe die Draw-Methode auf. Also diese beiden Schleifen hier, die sind in der Funktionalität äquivalent. Ich iteriere über jede Stelle in dem Markers-Array und ich weiß, da sind Circle-Objekte drin und dann zeichne ich die, indem ich für jedes dieser Objekte die Draw-Methode aufrufe. Und das hier können Sie sich sparen mit diesem For-Each-Loop. Okay, probieren wir mal aus, ob das irgendwie funktioniert hat. Ich rufe jetzt diese Methode hier auf. Ich übergebe mein Array, was ich vorher befüllt habe, als Parameter. Und was ich jetzt hoffe, was passiert, wenn wir das Ganze gleich öffnen, ist, beim Anwendungsstart wird unser Array befüllt über diese Methode. Wir speichern das, was wir hier als Ergebnis bekommen, in dieser Klassenvariable Markers. Dann kommt irgendwann der Draw-Loop. Hintergrund wird neu gezeichnet. Wir übergeben das, was in diesem Array drinsteht, an diese Methode. Die Methode iteriert über jedes Kreis in dem Array drüber und zeichnet das. Dann beim nächsten Draw-Aufruf passiert wieder das Gleiche. Schauen wir mal. Und es scheint zu funktionieren. Also das ist jetzt der Stand, den wir erreicht haben. Wir haben diese 60 Kreise und können jetzt als nächsten Schritt, ich glaube, das schaffen wir jetzt heute nicht mehr, damit beginnen, die Kreise anfangend hier bei dem obersten Schritt für Schritt mit jeder Sekunde neu einzufärben. Ich zeige Ihnen ganz kurz eine Sache noch. Ich würde Ihnen gerne zeigen, wie Sie in diesem Draw-Loop feststellen können, wie viele Sekunden seit dem System, seit dem Anwendungsstart begonnen ist. Das zeige ich Ihnen jetzt noch und dann können Sie ja vielleicht selber ein bisschen knobeln, wie Sie die Informationen benutzen, um dann die richtigen Kreise rot einzufärben. Kann ich natürlich auch den Lösungsvorschlag anschauen. Was wir brauchen, und das wurde ganz, ganz am Anfang, glaube ich, hat das schon jemand reingepostet in den Chat, wir brauchen eine Methode und die heißt System Current Time Millis. Was könnte diese Methode machen? Diese Methode gibt Ihnen einen Double-Wert zurück, einen Long-Wert, Entschuldigung, und dieser Long-Wert ist eine Angabe, wie viele Sekunden sind seit dem 01.01.1970 vergangen. Das ist die Information, die Sie jedes Mal zurückbekommen, wenn Sie diese Methode aufrufen. Einen ganzzahligen Wert, wie viele Sekunden seit diesem Datum, also 01.01.0
Uhr vergangen sind. Das ist eine Möglichkeit, wie Sie an ganz, ganz vielen Stellen, das ist nicht nur in Java so, sondern das zieht sich so durch ganz, ganz viele Bereiche der Programmierung oder überhaupt der IT, Zeitmomente, Timestamps angeben können, in so einer Form Millisekunden seit diesem fixen Datum. Wenn Sie einen negativen Wert haben, dann drücken Sie damit ausgehend aus, wie viele Sekunden waren vor diesem Zeitraum. Also ein Wert von minus 1000 in Millisekunden wäre der 31.12.1969, 23:95:95. Also, wir drücken Zeitpunkte in einer Anzahl an Millisekunden aus. Das hier ist unser Fixpunkt und positive Werte drücken aus, wie viele Millisekunden seit diesem Zeitraum vergangen sind. Negative Werte würden in die Vergangenheit schauen. Eine Sekunde, also 1000 Millisekunden, wäre dieses Datum, wenn Sie das als negativen Wert ausdrücken würden. Macht das Sinn für Sie? Oder können Sie das zumindest nachvollziehen? Wir drücken Zeit aus, nicht in irgendwie einem Datumsformat, sondern indem wir quasi zählen, wie viele Sekunden seit einem fixen Datum vergangen sind. Ist ja nicht so viel was anderes, wie wir das eh auch schon bei Jahren machen. Da haben wir auch einfach irgendwie bestimmt, es gibt dieses Jahr 0 und positive Werte sind davor. Negative Werte macht man jetzt nicht unbedingt, aber Sie wissen, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Also Zeitangaben in Form von so fixen Punkten durch Millisekunden. Macht das Sinn? Schreiben Sie mir mal, ob Sie noch mental bei mir sind. Okay. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann mit diesen Zeitpunkten rechnen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich schreibe mir eine Variable, die ist vom Typen long. Das ist ja diese Größeneinheit, die ich da zurückbekomme. Und die nenne ich Startup Time in Milliseconds. Und in diese Variable speichere ich mir, wenn meine Anwendung gestartet ist, den aktuellen Wert, den ich von dieser Methode zurückbekomme. Das heißt, ich speichere mir einmal diesen Timestamp, diese Anzahl der Millisekunden seit 1970 zu dem Zeitpunkt, wo meine Anwendung startet. Und jetzt kann ich, wenn ich möchte, in jedem Draw-Loop, in jedem Aufruf der Draw-Methode nochmal diese Zeit messen. Ich kann nochmal sagen, gib mir bitte current time in Milliseconds, indem ich nochmal diese Methode aufrufe. Current time in Millis. Und da bekomme ich natürlich einen anderen Wert zurück, weil diese Draw-Methode, die wird ja alle 16 Millisekunden aufgerufen. Das heißt, das ist immer ein neuer Wert, ein neuer Zeitpunkt. Und damit speichere ich mir immer genau diesen Zeitpunkt, zu dem diese Draw-Methode aufgerufen worden ist. Jetzt habe ich zwei Werte, einen fixen, den verändere ich nicht. Da steht immer der Wert drin, wann ist die Anwendung gestartet. Und ein Wert, der verändert sich immer, weil das der aktuelle Zeitpunkt ist, zu dem ich das Ganze messe. Und mit diesen beiden Informationen kann ich mir zum Beispiel ausrechnen, wie viele Sekunden ganz konkret seit dem letzten Start der Anwendung, seit dem Start der Anwendung vergangen sind. Die Methode zeige ich Ihnen noch und dann entlasse ich Sie auch. Ich möchte gerne wissen, wie viele Sekunden get seconds since start. Ich übergebe der Methode diesen Wert, den ich anfangs initial einmal gemessen habe. Startup Time in Milliseconds, ich nenne es genauso, wie die Variable oben auch steht. Und in der Methode messe ich die Zeit, zu der ich mich gerade befinde oder an der ich mich gerade befinde. Das ist 1 Million Millisekunden oder so, wahrscheinlich ein paar mehr. Und ich ziehe von der diesen Wert hier ab, den ich übergebe. Und dann kriege ich eine Differenz raus. Die Differenz zwischen dem Zeitpunkt, den ich jetzt gemessen habe in Millisekunden und dem Zeitpunkt, den ich beim Anwendungsstart gemessen habe. Wenn ich beim Anwendungsstart eine Zeit von 1000 Millisekunden gemessen habe,
Das wäre irgendwie nur in der Vergangenheit, am 01.01.1970 möglich gewesen. Und ich habe jetzt hier eine Zeit von 2000 Millisekunden gemessen. Dann ist die Differenz zwischen diesen beiden Werten 1000, also eine Sekunde. Das heißt, was ich hier bestimme, ist ein Unterschied, ein Delta-Wert. Speichere ich das am besten auch gleich in eine entsprechende Variable, Delta Time, die mir die zeitliche Differenz zwischen diesen beiden Zeitpunkten ausgibt. Und wenn ich die in Sekunden haben möchte, im Moment rechne ich hier immer mit Millisekunden, teile ich das Ganze noch durch 1000. Und das ist eine erste einfache Möglichkeit, wie Sie Zeitabstände in Java messen können. Das ist nicht die einzige, wahrscheinlich aber schon, alles basiert irgendwie so ein bisschen auf diesem Ansatz. Aber damit können wir jetzt unabhängig von, oh, soll natürlich einen Long-Wert zurückgeben, damit können Sie jetzt unabhängig von der Anzahl der Frames, damit können Sie nämlich nicht wirklich Zeit ausdrücken, weil es ja sein kann, dass Ihr Rechner vielleicht mal ein bisschen länger dafür braucht, so einen Frame zu zeichnen und Sie dann nicht immer in diesem 16-Millisekunden-Takt sind, können Sie unabhängig von der Anzahl der Frames tatsächlich Zeit bestimmen. Sie nehmen sich einen fixen Punkt, das kann, wie jetzt bei uns, der Zeitpunkt sein, wo die Anwendung gestartet ist. Es kann auch einfach der Zeitpunkt sein, wann der letzte Frame gezeichnet worden ist. Das macht man auch ganz häufig. Und dem aktuellen Zeitpunkt, den wir hier messen. Und daraus ergibt sich dann diese konkrete zeitliche Differenz, die wir unter anderem dafür benutzen können. Und das wäre dann der Zweck, den wir mit dieser Methode verknüpfen, um zum Beispiel zu festzustellen, wie viele Sekunden sind seit dem Startup oder seit der aktuellen Minute, in der wir uns befinden, vergangen. Und mit dieser Information könnten wir dann anfangen, uns anzuschauen, wenn jetzt eine Sekunde vergangen ist, diesen Kreis einzuzeichnen, wenn 2 Sekunden vergangen sind, diesen Kreis zu verfärben und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können jetzt nicht in jedem Frame einen dieser Kreise einzeichnen, das wäre nicht in diesem Sekundentakt, sondern in jedem Frame, in dem mindestens eine Sekunde vergangen ist. Und damit muss ich Sie jetzt leider entlassen. So viel Zeit habe ich heute leider nicht. Ich hoffe, Sie haben zumindest ein bisschen was mitnehmen können aus dieser Übungssitzung. Vielleicht haben Sie Lust, jetzt weiterzumachen und selber für den zweiten Teil, für dieses Animieren, eine Lösung zu implementieren. Mit diesem zeitlichen Messen und dem, was Sie über Arrays aus der Vorlesung wissen, haben Sie auf jeden Fall alle Werkzeuge, die Sie dafür brauchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer gibt es die Aufzeichnung dann gleich im Anschluss verlinkt in Grips und so weiter. Und wir sehen uns auf jeden Fall, wenn Sie möchten, nächsten Dienstag wieder in der Vorlesung und dann auch wahrscheinlich regulär zum nächsten Livestream. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.